Die Vorwürfe gegen Hubert Aiwanger wegen eines antisemitischen Flugblatts aus seiner Schulzeit haben dem Vorsitzenden der Freien Wähler und seiner Partei offenbar nicht geschadet, sondern sogar genutzt. Nach der umstrittenen Entscheidung von Bayerns Ministerpräsident Markus Söder, seinen Vize im Amt zu belassen, legte der Koalitionspartner der CSU im Bayerischen Landtag seit der Affäre in der Beliebtheit um satte 4% zu. Die Grünen verlieren hingegen in der Gunst der Wählerinnen und Wähler um einen Prozentpunkt und liegen nun mit 14% hinter den Freien Wählern nur noch auf Platz 3. Auch die CSU verzeichnet ein leichtes Minus von 1% und kommt auf 37%. Gemeinsam hätten Freie Wähler und CSU damit die Mehrheit. Eine Koalition mit den Grünen schließt Markus Söder erneut aus. Nicht verhindern konnte die bayerische Regierung, dass die Opposition im Landtag für diesen Donnerstag, 7. September, eine Sondersitzung zur Flugblattaffäre verlangt hatte. Sowohl Aiwanger als auch Söder werden an diesem sogenannten Zwischenausschuss teilnehmen.